Hi und herzlich willkommen bei die Magie in dir Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Richie Sprich und dieser Podcast soll als Inspiration für dein eigenes Leben dienen. Hier finden tiefe Gespräche statt und inspirierende Geschichten werden geteilt. Und heute habe ich als Gast Mattia. Mattia wird uns heute seine Geschichte erzählen, die sehr, sehr, sehr tief geht. Und wenn du Fußballer bist, dann solltest du oder den Traum hast, Fußballprofi zu werden, dann solltest du auf jeden Fall hier dranbleiben und ganz genau zuhören. Denn er redet über sein Debüt, seine Rückschläge im Sport, das Geschäft mit den Beratern und wie er sein Augenlicht verloren hat und trotzdem mit nur einem Auge es geschafft hat, sein Fußballdebüt zu geben. Sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit. Bis gleich. Warte, erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wirklich, für mich war das ja eben bei unserem ersten Telefonat, weil ich schon direkt gleich gesagt habe, boah, das ist schon eine krasse Geschichte. Und ich meine, du hast mir noch nicht mal ja alles erzählt. Und ich fand es ja schon hart. Und deswegen bin ich heute umso gespannter auch. Und ich glaube auch die Zuschauer und Zuhörer, die werden auch sehr, sehr gespannt sein. Deswegen an dieser Stelle wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, erzähl mal deine Geschichte. Leg los. Erstmal selbstverständlich, dass ich da auch selber richtig Bock drauf habe, auf dein Projekt da. Da bin ich gern dabei, um auch mal ein bisschen die andere Seite der Medaille zu sehen, sage ich jetzt mal. Zu der Geschichte. Also, so wie du gesagt hast, ich habe dir noch nicht alles erzählt. Ich glaube, um alles zu erzählen, bräuchten wir, glaube ich, 8 Folgen oder 10 Folgen. Deswegen, um es grob zu halten, also wahrscheinlich wie jeder Jugendliche oder wie jedes Kind in Deutschland oder besser gesagt auf der Welt, hat man dann immer so einen Traum, Fußballprofi zu werden. Und wenn du noch so klein bist, wenn du noch ein Kind bist und auch noch bis zu einem gewissen Alter im Jugendalter, sage ich jetzt mal, lebst du auch unbeschwert und machst dein Ding. Du hast keine Probleme, du hast keine Sorgen. Nur kommt irgendwann mal der Zeitpunkt oder das Alter, wo dich dann alles einholt, wo du dann realisierst, was es heißt, Probleme zu haben, was es heißt, ja, zu Hause ist doch nicht alles so schön oder nicht zu Hause, aber allgemein, dass es auch zu Hause Probleme gibt, ob es mit der eigenen Familie ist oder ob es finanzielle Probleme sind oder gesundheitliche Probleme. Das kommt halt leider irgendwann mal und ja, bei mir dann doch ein Tick härter als gedacht als Kind. Weil wie gesagt, ich habe als Kind so viel Fußball gespielt, ich war so sorglos. Wie oft denke ich jetzt immer noch so, wie schön wäre es jetzt, 12, 13 zu sein und einfach nur Fußball zu spielen, einfach nur Spaß zu haben, nicht diesen ganzen Druck, diesen ganzen Stress im Kopf zu haben. Und ja, dann habe ich recht spät angefangen mit Fußball im Verein, da war ich gerade mal 9. Ja, ich auch. Vorher natürlich auf der Straße gekickt, wie man es halt in dem Alter gemacht hat. Dann habe ich da ein bisschen mehr als ein Jahr beim VfB Vaihingen, das da dort, wo ich gewohnt habe, das ist so eine kleine Kleinstadt, mit Freunden und so gespielt, bis es dann eigentlich recht schnell bei mir richtig losging. Ich kam dann quasi über ein Probetraining, bei dem mich meine Mutter angemeldet hat, beim VfB Stuttgart, kam ich dann zum Probetraining, ging dann los bei, ich glaube, knapp 160 Kindern, kam ich da an. Echt lustig, also wahrscheinlich ein sehr lustiges Bild. Da kam ich auf den Kunstrasen, alle Kinder wirklich ausgestattet, vom Feinsten, alles im Set, VfB-Trikot, Hose, Stutzen, neue Schuhe, alles. Wie kam ich da angelaufen? Ich kam mit einem gefälschten Thierry Henry-Trikot aus Tschechien, irgendeine kurze Hose und irgendwelche Fußballschuhe da angelaufen. Ja, und dann ging das erstmal einen Monat lang so weit, dass ich
jeden zweiten Tag dahin musste und quasi von Tag zu Tag sind dann Spieler rausgeflogen vom Probetraining, bis es am Ende dann echt tatsächlich nur drei geschafft haben. Und ich war einer von diesen dreien. Und was ich dann im Nachhinein auch erfahren habe, da gibt es immer mehrere Trainer, die das quasi beschließen, wer wo wie weit kommt. Ja, bei mir waren es 6 Trainer. 5 davon wollten nicht, dass ich übernommen werde. Und der Cheftrainer, der quasi dann tatsächlich mich dann als Spieler übernommen hat, der wollte mich unbedingt. Und wie habe ich quasi den 5 anderen Trainern, die Nein gesagt haben, bewiesen, dass die hätten einen Fehler gemacht, indem ich direkt im ersten Testspiel haben wir 9-3 gewonnen. Ich habe 4 Tore und 3 Vorlagen gemacht. Wow. Und so fing dann quasi die Story beim VfB Stuttgart an. Mhm. Da habe ich gesagt, waren die ersten Jahre wirklich, das war ein Traum. Das ist, ehrlich kann ich nur sagen, du musst halt natürlich viel, viel reinstecken. Und du musst auch Eltern haben, die auch diesen ganzen Stress sich antun und dich wirklich immer nach Stuttgart oder quasi diese Strecke hinter sich legen, dahin fahren zum Training, zu jedem Spiel, zu jedem Turnier. Und du weißt, wie es ist. Du hast es selber erlebt. In dem Alter hast du so viele Turniere, so viele Spiele. Da kommt, das ist Wahnsinn. Das ist vor allem im Leistungszentrum, ja. Ja, genau, genau. Und ja, wie gesagt, die ersten Jahre liefen reibungslos, wirklich. Das war ein Traum. War auch mit so, ich sag mal so, im Fußball die schönste Zeit, weil dadurch, dass du sorglos warst, du hast keinen Druck, du hast nur Spaß, du gibst Vollgas, du bist mit Jungs zusammen, mit denen Spaß macht. Das ist dann halt, ich glaube, auch für die Entwicklung als Jugendlicher einfach fundamental und auch, glaube ich, vergleichsweise man kann einfach nicht vergleichen, wenn man nicht in einer Mannschaft aufgewachsen ist und wenn man in einer Mannschaft aufwächst. Das gibt einem so viel. Ja, und bei mir kam das dann zu dem Zeitpunkt, als ich dann in der U15 war, auch recht schnell, kam gleich der erste Rückschlag. Oder besser gesagt, ich sage mal so, mein persönlicher Rückschlag. Ich hatte schon in der Zwischenzeit, ich glaube, ein Jahr, nachdem ich beim VfB war, auch familiäre Sachen, dass es anfing, dass eine Tante von mir an Krebs gestorben ist. Dann quasi 3 Jahre später hatte ich dann diesen Vorfall, dass ich war 15, ich bin mit meiner damaligen Freundin und Freunden von mir waren wir in einem Club Geburtstag feiern. Klar, mit 15, was sucht man im Club? Weiß man zu dem Zeitpunkt natürlich nicht anders. Denkt man sich auch natürlich nichts. Und da war einer, der dachte, er kann den Macker spielen, ist quasi zu meiner Freundin, meine damalige Freundin hat quasi sich rangeschmissen und ich bin hingegangen, meinte, die gehört zu mir, weil wir waren quasi 3 Mädels und 3 Jungs und wir standen so nebeneinander und nicht zusammen und er fing dann an, mich wegzuschubsen und das Thema war dann erstmal erledigt, da gab es keinen Stress oder so und irgendwie so nach 5 bis 10 Minuten kam der Typ wieder zu mir, hat irgendwas zu mir gesagt. Ich habe es nicht verstanden, um es halt zu verstehen, was er mir sagen wollte. Mich halt näher mit dem Ohr zu seinem Mund. Und in der Sekunde hat er mir ein Cocktailglas ins Gesicht geschlagen. Ja, und in der Nacht bin ich dann quasi 2-mal operiert worden. Ja, und seitdem bin ich quasi auf dem linken Auge theoretisch blind. Habe eine Sehstärke von unter 5%. Und ja, dann fängt erstmal alles an zu straucheln. Ich wäre 4 Tage später wäre ich mit der Nationalmannschaft ins Trainingslager geflogen. Ja. Ging natürlich nicht. Und bin von 4 Tage später eigentlich zum Trainingslager zu 8 Monate überhaupt gar kein Sport und keine schnelle Bewegungen. Ich musste erstmal das räumliche Sehen wieder trainieren. Ich habe monatelang, wochenlang trainiert, Tennisbälle zu fangen, Schlüsselbünde zu fangen, einfach um quasi das Auge zu trainieren, die anderen Sinnesorgane zu trainieren. Und das ist halt natürlich in dem Alter, in dem es eigentlich jetzt genau losgeht, erstmal richtiger. Das ist nicht ein Schritt zurück, das sind 5 Schritte zurück. Aber ich muss sagen, ich habe mich
auch wenn es anstrengend war und echt hart war, auch mental, habe ich mich gut zurückgekämpft. Habe dann auch 2 Jahre später mein Debüt feiern können in der Serie A. Sogar ein Jahr nach diesem Vorfall habe ich die EM-Quali mit der italienischen Nationalmannschaft gespielt. Nochmal 3 Jahre oder 5 Jahre nach dem Vorfall habe ich sogar ein Debüt in der Bundesliga gefeiert. Und das alles mit einem Auge. Ne? Also das gar nicht zu vergessen. Krass. Ja, und dann auch natürlich, wie gesagt, privat noch zu Hause mit verschiedenen Krankheiten, mit in 6 Jahren oder in 5 Jahren nochmal 3 Tanten, also nochmal 3 Schwestern von meiner Mutter an Krebs gestorben. Meine Oma dann nochmal Krebs gehabt, Herzinfarkt, 2 verschiedene Krebssorten sogar. Also war schon sehr viel los, sage ich mal so, in den ersten 20 Jahren, 21 Jahren. Ja, und dann feierst du natürlich Debüt in der Serie A. Und wer sich halt so ein bisschen im Fußball auskennt, so wie du zum Beispiel, der weiß ganz genau, dass es zwar auf der einen Seite ein schönes Leben, aber auf der anderen Seite leider auch ein dreckiges Business, bei dem du dich halt auch auf andere Leute verlassen musst. Und ich war wahrscheinlich, also ich wusste es halt auch nicht besser zu dem Zeitpunkt, habe mich ja halt zu sehr auf den Berater, den ich hatte, verlassen, der mir dann nachher theoretisch 5 Messer in den Rücken gerammt hat, indem er mich einfach fallen gelassen hat, als wäre ich eine heiße Kartoffel. Weil er mir einfach nicht helfen konnte, hat er sich einfach nicht mehr zurückgemeldet, hat mich alleine sitzen lassen und hat im Endeffekt sogar, was ich auch im Nachhinein alles mitbekommen habe, einfach nur Quatsch und Lüge über mich verbreitet, indem ich dann halt erstmal die verbrannte Erde, die er hinterlassen hat, erstmal wieder aus der Welt schaffen musste. Und war ich quasi nach meinem Bundesliga-Debüt mit 20 Jahren, das musst du dir auch mal vorstellen, ich war mein Bundesliga-Debüt gefeiert im April und im Juni bin ich einfach vereinslos. 6 Monate war ich vereinslos, ohne Berater, ohne nichts. Habe natürlich versucht, das in die eigene Hand zu nehmen. Habe über verschiedene Kontakte gefühlt 20 Berater kontaktiert, angerufen, Sportdirektoren, alles Trainer. Ja, keiner hat mich natürlich eingeladen. Oder besser gesagt, ich wurde eingeladen. War auch bei ehrlich, das hat halt perfekt ins Bild gepasst. Wurde ich eingeladen, alles top, mündliche Zusage, Handschlag drauf. Und dann hörst du auf einmal nichts mehr. Von diesen Trainern oder von diesen Sportdirektoren aus der dritten Liga. Ne? Also jetzt nicht irgendwo Bezirksliga oder so. Kriegt schon dritte Liga. Ja, und dann stehst du halt da mit 20, 21 Jahren, hast keinen Berater, nichts und weißt halt nicht, was du machen sollst. Obwohl Fußball eigentlich schon immer dein Traum war. Also wenn meine Mutter zum Beispiel Geschichten erzählt von mir als Kind, ich bin als Kind mit dem Ball ins Bett gegangen. Wenn man mich im Kindergarten, nicht mal in der Schule, gefragt hat, was willst du denn werden? Ich hab eigentlich die Frage nicht verstanden. Ich habe natürlich werde ich Fußballprofi. Mhm. Das war gar keine. Ja, und dann bist du mit 21 da, bist quasi auf einmal geblendet, weil so ein Typ dachte, er kann irgendwas machen. Dann hast du Trainer, dann hast du Berater, die dich dann quasi so fallen lassen. Und dann stehst du da. Ein Vater, Eltern, die es auch nicht besser wissen. Ich mit dem jungen Jahren, der es auch nicht besser weiß. Was machst du dann? Und dann versuchst du natürlich alles Mögliche in Bewegung zu setzen, dass es doch irgendwie klappt. Kontaktierst dann quasi alles, was du kennst. Unter anderem auch dann zu dem Zeitpunkt einen Berater aus Italien, den ich damals kennengelernt habe, als ich mit 17 dann nach Italien gezogen bin. Da habe ich dann auch 1,5 Jahre alleine gelebt. Das ist auch eine sehr schöne Zeit gewesen in meiner Karriere, muss ich sagen, aber auf der anderen Seite auch mental anstrengend, weil du dann halt natürlich mit 17
Heimweh hast, du willst, weil du wirst quasi aus deinem Umfeld gerissen. Du bist in einem, obwohl auch wenn ich Italiener bin, trotzdem in ein fremdes Land, lernst neue Leute kennen, hast nicht deine Freunde mehr um dich, deine Familie nicht mehr um dich, deine Freunde nicht mehr um dich und bist halt erstmal komplett auf dich allein gestellt. Und ja, dann, wie gesagt, habe ich diesen Berater kontaktiert, der hat mich nach Italien geholt. Bin ich in Italien, bei diesem Verein spiel oder besser gesagt trainiere, komm rein. Der Trainer, der mich dazu, zu dieser Mannschaft geholt hat, wollte mich unbedingt. Der wird natürlich nach dem ersten Spiel, bei dem ich quasi auch mitgespielt habe, gefeuert. Kommt ein neuer Trainer, sehr spezieller Typ, um es mal so zu formulieren, der von allen Spielern er sich so vorgestellt, dass er sich hingestellt hat und jedem Spieler seinen Namen gesagt hat, mit Vor- und Nachnamen. Bei mir wusste er nicht, wer ich bin. Also so fing es an. Und er wusste, bis eine Woche, 2 Wochen vor Saisonende, also er war schon 3 Monate da, wusste er meinen Namen, er wusste nicht, dass ich aus Deutschland komme. Ich habe nicht eine Sekunde gespielt. Nicht eine Sekunde gespielt. Selbst Spieler, die auf meiner Position gespielt haben, haben sich hinterfragt, warum spielt Matthias nicht? Eigentlich muss er spielen. Und du weißt, wie es ist, Konkurrenzkampf. Ja, wenn jemand auf deiner Position spielt, dann hinterfragst du nichts. Dann machst du es einfach, weißt du? Dann bist du froh, wenn der andere keine Rolle spielt. Ja. Und ja, selbst Stürmer auf meiner Position haben gefragt, ey, eigentlich muss er spielen, was ist denn los? Wieso spielt er nicht? Eigentlich müsste er auch vor mir spielen, so. Ja, und dann nach quasi diesem Abenteuer in Italien war ich dann wieder vereinslos 8 Monate. Hab dann wieder einen Berater kennengelernt, der meinte, ja, mach mal einen Schritt zurück, um da mal ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Bin dann quasi wieder in die Regionalliga. Hab dann quasi bei dieser Mannschaft gespielt, was im Nachhinein mit die schlechteste Station war in meiner Karriere. Aber hab wieder mal ein bisschen Spielpraxis bekommen und alles. Ja, nur dann kurz vor Saisonende hat sich auch dieser Berater nicht mehr gemeldet. Sitze ich wieder alleine da. Ja, und dann ging es halt so weit, dass ich auch zu Hause Stress hatte mit meinem Vater. Ich bin sehr verbunden mit meinem Vater, was das Thema mit Fußballern betrifft. Und ja, für mich war dann irgendwann mal der Zeitpunkt so, wenn das bis Sommer so nichts mehr wird, dann will ich da erstmal wieder Ruhe reinbekommen. Erstmal einen Schritt zurück machen, weil das einfach mental, also das war schon eine heftige Zeit. Und mein Vater wollte es halt nicht so wahrhaben, weil er genau sieht oder weil er immer gesehen hat, was für ein Talent ich bin, was ich für Fähigkeiten habe. Und weil er auch ein bisschen Ahnung vom Fußball hat, wollte er es nicht so wahrhaben. Und hat mich halt dann quasi immer gebeten, ja, komm, gib noch Gas, komm, mach noch ein bisschen, mach hier noch. Hier, ich versuche, er hat dann auch versucht, noch Leute zu kontaktieren. Aber irgendwann mal war bei mir ich komplett erschöpft, also körperlich wie mental. Und habe dann gesagt, so kann es nicht weitergehen, dass wir uns sogar gestritten haben und ich dann sogar zeitweise ausgezogen bin von zu Hause. Ja, und in dem Zeitraum, wo ich ausgezogen bin, hat sich dann ein Berater gemeldet bei meinem Vater, ein italienischer, der eine Mannschaft für mich hatte. Und das in Belgien, in der dritten Liga. Ich bin dann nach 2 Wochen, dann habe ich dann wieder Kontakt zu meinem Vater gehabt, nach dem Vorfall. Und er hat mir das dann ganz entspannt erzählt und hat mir dann gesagt, diese Möglichkeit ist da, das ist aber meine Entscheidung. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt das letzte Mal. Ich versuch's, ich hau noch mal alles rein, was ich habe. Und wenn das nicht klappt, dann höre ich jetzt erstmal auf. Dann nehme ich da Fuß vom Gas, bringe da ein bisschen Ruhe rein und vielleicht 1 Jahr, 2 Jahre, vielleicht nur Oberliga oder so. Und dann kann man noch mal versuchen. Aber mehr kann ich jetzt auch nicht mehr machen. Weil bis zu dem Zeitpunkt war es so, ich bin 7 Jahre lang gefühlt gegen die Wand gelaufen. Ich habe immer alles gegeben, ich habe alles reingehauen, ich habe mich immer aufgerafft, ich habe immer mehr gemacht, immer mehr gemacht. Ich habe 2-mal am Tag trainiert,
als ich verheißt so war. Ich habe immer alles versucht, wenn ich bei Probetraining war oder so, immer alles wirklich von vorne nach hinten. Ich habe alles versucht zu zeigen, was ich habe. Habe auch gut performt. Nur aus verschiedenen Gründen hat das nie geklappt. Ja, und dann war ich in Belgien. Ich habe mich auch, also in der Mannschaft auch wohlgefühlt. Die Lebensqualität war dann eine reine Katastrophe. Da, was das anbetrifft, ging es mir auch gar nicht gut. Aber so auf dem Platz, sobald ich auf dem Platz war, war alles drumherum erstmal vergessen. Dann war ich da 2 Monate und nach 2 Monaten ist der Verein insolvent gegangen, konnten die Spieler nicht mehr bezahlen und wurde dann quasi vom belgischen Verband gesperrt und die Mannschaft ist abgestiegen, also quasi zwangsabgestiegen in die, letzte Liga oder so. Und dadurch ist mein Vertrag dann auch aufgelöst worden und ich bin dann zurück. Und das war für mich dann so klar, es geht sich weiter. Zu dem Zeitpunkt hat sich dann auch, was im Nachhinein, zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich nicht, aber was im Nachhinein dann gefühlt auch das Beste war, was mir passieren konnte, hat sich meine Ex-Freundin von mir getrennt, nach 8,5 Jahren fast. Und dann bist du da. Du weißt innerlich, okay, die Fußballkarriere ist jetzt erstmal vorbei. Deine Freundin verlässt dich nach 8,5 Jahren. Ja, das hat mich so heftig mitgenommen, dass ich nichts mehr gegessen habe. Ich habe, ich glaube, in einer Woche, glaube ich, 5 Kilo abgenommen oder sogar noch mehr. Komplett eingefallen und leer. Also ich war so ein Schatten meiner selbst. Ja, Mann. So wie du es halt auch oft sagst oder wie man auch oft sagt, geht die eine Tür zu, geht die andere auf. Mhm. Ich habe natürlich in der Zwischenzeit auch, während ich unterwegs war, auch Kontakt hier in Hamburg noch gehabt mit ein paar Freunden. Als ich dann quasi in der Situation war, habe ich dann welche hier kontaktiert, Freunde von mir, war ich hier zu Besuch, schönes Wochenende verbracht, habe dann erfahren, dass eine, mit die ich schon länger kenne, quasi auch Single ist und so, die ich schon damals eigentlich sehr interessant fand, aber ich war in einer Beziehung, deswegen war da nie irgendwie mehr oder so, aber als ich es dann da erfahren habe, direkt Kontakt aufgenommen, geschrieben, ja, und dann sind wir ins Schreiben gekommen, haben uns dann quasi, ich glaube 3 Wochen später, 4 Wochen später wieder nochmal hergekommen, damit wir uns treffen, haben uns getroffen. Es hat direkt gefunkt. 1 Monat später bin ich nach Hamburg gezogen. Krass. Und seitdem geht mein Leben eigentlich bergauf. Hm. Wirklich. Wir hatten auch natürlich auch immer wieder mal Rückschläge, unter anderem auch ein Thema, was in der Gesellschaft, glaube ich, noch totgeschwiegen wird oder nicht darüber geredet wird, ist über Kinderwunsch. Meine Frau hat Endometriose und dadurch, wenn du in einem gewissen Stadium bist, wird das unmöglich, auf normalem Weg schwanger zu werden. Und das war leider bei meiner Frau so, dass es auf normalem Wege nicht ging. Mussten dann quasi mehrere Versuche in der Kinderwunschklinik machen, was auch sehr, sehr hart war, vor allem mit anzusehen, wie die eigene Frau darunter leidet. Aber wenn man nicht aufgibt und immer weitermacht und immer ans Positive und ans Gute hofft und denkt, dann kommt das irgendwann mal. Und so sind wir jetzt seit Juni Eltern einer kleinen Tochter, die uns einfach jeden Tag, wirklich zu jeder Sekunde, ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Das glaube ich. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich an dieser Stelle. Danke dir. Wow. Ja. Und das ist grob. Also wie gesagt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wenn ich da noch tiefer ins Detail gehen würde, dann könnten wir nur einen Podcast über mein Leben machen und nicht nur eine Folge. Das glaube ich. Wow, wirklich. Das ist sehr hart und ich meine, ich kann mich richtig in dich hineinfühlen, was dieser mental und psychische Stress auch die ganze Zeit. Meine Frage an dich ist, hättest du gerne zu der Zeit mit jemandem zusammengearbeitet, also wie so ein Mentaltrainer oder sonst irgendwas? Das Ding ist, ich
hätte, glaube ich, damals, als es mir, also als dieser Vorfall war mit dem Glas, hätte ich, glaube ich, direkt im Anschluss irgendwie sowas, entweder einen Therapeuten oder jemand, der mir da helfen kann, hätte ich da, glaube ich, aufsuchen müssen. Nur zu dem Zeitpunkt, du bist jung, du kennst dich nicht aus, du denkst, okay, wenn du zum Psychologen oder zu einem Therapeuten gehst, dann wirkst du schwach, dann wirkst du, als wärst du verrückt. Und das weißt du natürlich, wenn du in einem Alter bist, wo du verstehst, was das bedeutet. Aber da war ich ja leider, das war schon zu spät. Ich bin dann tatsächlich mit, wie alt war ich, glaube 22, also auf jeden Fall nach der Station in Hamburg, also ich glaube 21, 22, bin ich dann auch zu einem Therapeuten, um ehrlich zu sein, er hat mir gar nicht viel geholfen. Das, was mir geholfen hat, war einfach, dass er da war und mir zugehört hat. Das hat mir schon so viel geholfen. Man hat mir auch nach jeder Stunde oder nach jeden Stunden, die ich bei dem war, habe ich mich einfach besser gefühlt, weil ich einfach mit jemandem darüber reden konnte. Ich bin auch so ein Mensch, ich behalte meine Sachen für mich, meine Sorgen, meine Probleme. Ich lasse mir alles auf meine Schultern. Wenn ich irgendwas habe, ich rede ungern mit meinem Umfeld, weil ich denen nicht zur Last fallen will. Und deswegen war das immer hilfreich, wenn ich da mit jemandem geredet habe, der mich verstanden hat, der mir auch zugehört hat, der mir vielleicht auch nicht zu viel, aber so in gewissen Sachen auch ein paar Tipps gegeben hat, wie ich da vielleicht positiv sein kann, wenn ich mal wieder gedacht habe, scheiße, die Welt ist gegen mich und so. Das hat auf jeden Fall geholfen. Und leider habe ich es halt zu spät gemacht, weil man halt nicht naiv, weil man halt glaubt, das ist eine Schwäche. Was es gar nicht ist, ist es gar nicht. Würdest du sagen, dass das auch unbewusst von den Leistungszentren auch so aufgebaut wird, dass man denkt, dass es deine Schwäche ist? Weil schlussendlich, ich weiß halt nur, wie es bei uns war. Du hast halt wirklich das Gefühl immer auch, wenn du verletzt warst, hast du lieber nochmal gebissen, anstatt auf deinen Körper zu hören, um einfach dieses starke, ich bin schwach, ich bin da, ihr könnt euch auf mich verlassen, diese Mentalität, das wird ja so von Anfang an so eingeimpft, wo ich jetzt rückblickend auch betrachte, sage, ja, ich habe es auch wegen dem Kopf nicht geschafft. Ich habe es wegen dem Kopf einfach nicht geschafft, weil ich einfach, das war einfach nicht in mir. Deswegen meine Frage an dich ist, würdest du sagen, dass das zu sehr auch von ich sage jetzt mal, vom Leistungszentrum Fußball, jetzt nicht von den einzelnen Vereinen, einfach generell zu sehr so aufgebaut wird? Also ich sage mal so, was auf jeden Fall stimmt ist, du hast ja dadurch, dass du vor allem im Nachwuchsleistungszentrum bist, die Gefahr, dass du jedes Jahr rausfliegen kannst. Und dadurch darfst du nicht, wenn du die Saison beginnt und du hast eine Verletzung und dann nochmal eine Verletzung und du fehlst immer wieder. Du brauchst ja nach einer Verletzung auch eine gewisse Zeit, um wieder fit zu werden, um wieder quasi der Alte zu werden. Und du kannst dir quasi in dem Alter gar nicht erlauben, länger weg zu sein oder nicht die Leistung zu bringen, weil sonst die Gefahr viel zu groß ist, dass du am Ende des Jahres nicht wieder übernommen wirst. Das ist einfach so. Und deswegen ist, glaube ich, auch der mentale Druck zu wissen, ich muss Gas geben, ich muss die Zähne zusammenbeißen, weil sonst bin ich nächstes Jahr vielleicht nicht mehr hier. Und deswegen glaube ich, ist das schon unbewusst. Ich glaube nicht, dass der Verein das so quasi bewusst macht, dass du willst, dass die so einen Druck ausüben, sondern unbewusst einfach im Unterbewusstsein, okay, entweder ich gebe jetzt Gas und beiße auf die Zähne, um Profi zu werden oder um ein Jahr weiterzukommen, oder ich bin vielleicht nächstes Jahr raus. Und das ist natürlich, und man merkt das aber auch, dass die Nachwuchsleistungszentren mittlerweile auch ein bisschen feinfühliger geworden sind, absolut, weil sie jetzt auch mittlerweile mit Therapeuten, mit Psychologen zusammenarbeiten und wissen, was das bedeutet, also was das für ein mentaler Druck auch, klar, körperlich sowieso, das ist, aber in dem Alter kann man das nochmal aufsaugen oder nochmal anders verkraften. Aber dieser mentale Druck, wenn man da nicht stabil genug ist und stark genug ist, dann wird es sehr, sehr schwer. Ich habe viele auf meinem Weg getroffen und bin dann ein paar Meilen, sage ich jetzt mal, mit denen gegangen, die das auch wegen dem Kopf nicht geschafft haben, weil das einfach mental nicht auf die Reihe bekommen haben, was natürlich auch verständlich ist. Weißt du? Absolut, absolut.
kann ich nur so unterstreichen. Weil das Problem ist, wie du auch schon gesagt hast, der Verein generell, die machen ja keinen Druck. Die sagen nicht, hey, du bist dann schwach oder sonst. Aber du machst ja halt selber den Druck, wie du schon gesagt hast. Okay, man hat dieses, oh, okay, jedes Jahr wird er immer wieder neu aussortiert. Du musst dich ja jedes Jahr immer wieder beweisen. Das, was letztes Jahr war, das zählt ja dann praktisch ja in dieser einen Saison, zählt es ja schlussendlich nicht mehr. Deswegen, ich finde es gut, dass sie das jetzt immer mehr einbauen, weil das enorm wichtig ist. Weißt du, ich finde immer, dass nicht nur die Spieler an sich, dass sie mental stärker gemacht werden, sondern auch, man muss auch schauen, die den Verein verlassen, was das auch mit denen macht, wenn sie es nicht schaffen. Verstehst du, ich meine? Und das einfach auch ein bisschen zu sensibilisieren, dass man sagt, hey, man stärkt schon die Talente, die man will, okay? Aber wenn man auch gleichzeitig jemanden hat, okay, wo man auch wirklich aber auch der Mannschaft oder den Spielern verklickert, hey, nutzt den wirklich. Weil es ja immer so am Anfang in meiner Jugend war so, ja, ob ich das so brauche und was weiß ich was. Man denkt ja, man ist ja so stark und dass man wirklich da verklickert, hey, benutzt es, weil das ist ja schlussendlich gut. Hey, wenn du es nicht schaffst, dann bist du vielleicht nicht ganz am Boden psychisch, sondern du weißt dann, okay, vielleicht, es sollte einfach nicht sein. Und du gehst ganz, ganz anders damit um. Und das wäre für mich so ein richtig geiler Aufhänger, sage ich jetzt mal, für einen Verein, der sowas seinen Spielern anbieten würde. Wo er sagt, hey, hör zu, ich muss bewusst sein. Ihr, es schaffen nicht alle, deswegen geht dahin. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich ganz bei dir. Boah, wirklich. Uff. Ich glaube, wir könnten echt noch stundenlang über dieses Thema reden. Wirklich vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle für diese Geschichte. Die ist einfach wirklich unglaublich. Auch was du über die Berater auch gesagt hast schlussendlich, wie die auch alle handhaben. Man hört es ja immer und immer wieder, das Thema Berater und wo auch Spieler alleine gelassen werden. Wirklich vielen lieben Dank, dass du das auch nochmal angeschnitten hast und auch nochmal so erzählt hast an dieser Stelle. Ja, klar, natürlich. Ich will ja auch, wie gesagt, wenn es da Spieler gibt oder junge Jungs, die quasi jetzt auch diesen Traum haben, Fußballprofi zu werden, um denen, die das jetzt auch hören, einfach nicht blind vertrauen, weil ich spreche aus Erfahrung, es gibt Berater wie Sand am Meer, wirklich. Und ich habe so viele kennengelernt und von diesen ganzen ist nicht mal eine Handvoll ehrlich gewesen. Und da muss man einfach drauf aufpassen, mit wem man da zusammenarbeitet, wem man da vertraut, weil es geht im Endeffekt, es geht nicht nur um Fußball oder um ein Hobby oder einen Beruf. Für mich, wirklich, um es klar zu machen, für mich, das war mein Leben. Auch ich bin, wie gesagt, mit meiner Tochter, mit meiner Frau, mit meinem Leben jetzt, ich bin glücklich wie nie in meinem Leben. Aber das eine Loch in mir, das wird immer da bleiben, weil ich kein Fußballprofi geworden bin. Weil ich weiß, ich habe eigentlich die Fähigkeiten, ich habe das Talent und auch die Einstellung und den Willen. Aber mir wurde das einfach weggenommen. Ich habe es nicht, um es dumm zu sagen, ich habe an der Wurst geschnuppert. Und dann wurde sie mir weggenommen. Und das zu verkraften oder zu verstehen, dass du quasi bis zu dem Zeitpunkt dein Leben dafür geopfert hast. Ich hatte keine Kindheit, ich hatte, oder besser gesagt, keine Jugend. Ich bin mit 10 Jahren zum VfB Stuttgart gekommen. Ich bin zur Schule gegangen und da wurde dann abgemacht, Jungs, wann treffen wir uns auf dem Bolzplatz? Ich konnte nie mit, weil ich zum Training musste. Ich hatte das erste Jahr 2-mal die Woche Training. Das zweite Jahr fing es schon an 3-mal und das dritte Jahr schon 4-mal. Und dann bin ich in Stuttgart auf die Schule gegangen, wo ich 7-mal die Woche Training hatte, unter anderem 3-mal morgens. Weißt du? Fußball ist in dem, oder wenn du das in dem Ausmaß machst, ist Fußball dein Leben. Und dann gibst du alles und dann sind da Leute da, die sitzen an einem Schreibtisch, haben wahrscheinlich zum Großteil noch nicht mal was mit dem Fußball selber erlebt und sagen dir, ja, ich mache alles für dich, ich bringe dich überall hin, wo du hin willst. Und dann merken die, okay, das ist doch nicht so einfach oder das ist kein Selbstgänger, dann lassen die dich einfach fallen, weil die dir einfach nicht helfen können oder weil sie einfach nicht diese Kontakte haben. Und da muss man einfach wirklich, wirklich
gut drauf aufpassen, mit wem man da redet, wem man vertraut und mit wem man arbeitet. Da muss man echt die Augen aufmachen. Absolut, absolut. Wow, Matthias. Matthias, du hast, ich kann nur an dieser Stelle sagen, du hast das Abschlusswort. Was willst du noch den Zuhörern oder Zuschauern noch mitgeben? Was kann ich dir mitgeben? Also, ich muss sagen, ich war sehr, nach den ganzen Rückschlägen, die ich in meinem Leben erfahren habe, habe ich oft oder immer gedacht, okay, die Welt ist gegen mich. Alle sind gegen mich, die Welt ist gegen mich. Alles ist negativ. Aber ich kann eins sagen, wenn ihr euch selber ein bisschen zurücknehmt, ein bisschen Gas rausnehmt und einfach mal alles auf euch zukommen lasst, dann kann ich euch versprechen, ich war der größte Pessimist, den diese Welt gesehen hat. Dann kann ich euch versprechen, werden auch gute Sachen euch widerfahren. Und so war es bei mir auch. Wirklich, man hat im Leben diese Rückschläge. Man hat sie. Da kommt man nicht drum herum. Ich sehe das aber mittlerweile so, diese Rückschläge, die ich in meinem Leben erfahren habe, die sind zwar negativ auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber positiv, weil wenn meine Tochter alt genug ist und sie wird ähnliche Rückschläge haben, weiß ich ganz genau, wie ich mit meiner Tochter da umgehe, was ich ihr für Ratschläge geben kann, damit sie nicht in so ein Tief oder in so ein Loch fällt wie ich. Und das ist dann quasi, lieber nehme ich diesen ganzen Schmerz auf mich, mache diese Erfahrung, um sie da später weiterzugeben, dass meine Tochter oder meine Kinder nicht die gleiche Erfahrung machen müssen wie ich. Und das ist einfach nur positiv. Für mich, so wie es für viele andere Menschen auch, ist Familie das Wichtigste. Und wenn du deinen Kindern helfen kannst oder deinem Umfeld, dann machst du es. Dann machst du es und so kannst du es. Absolut. Wow. Vielen, vielen lieben Dank, Matze. Wirklich vielen Dank nochmal für deine gesamte Story. Natürlich, selbstverständlich. Wow. Was für eine Geschichte. Da sehen wir wieder, wie wichtig es ist, einfach mental und emotional stark sein in solchen Prozessen. Und dass wir das viel, viel mehr in unser Leben integrieren sollten, weil jeder von uns ist von Schicksalsschlägen getroffen. Manche mehr und manche weniger. Und wir haben ja gehört, dass es Matthias zum Schluss, ihm geht es super, ist in seiner Phase seines Lebens. Und er sieht alles jetzt positiv. Und das ist das Entscheidende. Wir alle haben Schicksalsschläge. Aber die Frage ist immer, was machen wir draus? Leiden wir unser Schicksal, dann nehmen wir es in die Hand und gestalten es. Das ist der Unterschied. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wäre das größte Geschenk, was du uns machen kannst, uns ein Feedback zu geben. Entweder hier, wo du uns gerade siehst, und ansonsten auf Instagram, Facebook, Apple Podcasts oder Spotify. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und denke mal daran, wer in sich geht, kann mehr aus sich herausholen. Dein Richie.